Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bauchhilfe-Sendung. Und ich möchte mich als allererstes mal bedanken für die Reaktionen auf das Video von gestern. Das scheint ja sehr gut angekommen zu sein und macht es direkt umso mehr Freude, in der Richtung auch weiterzumachen. Ja, heute ist Samstag und eigentlich hat der Sensei gesagt, dass wir samstags und wenn es regnet nicht arbeiten. Und es ist Samstag und es regnet. Also jetzt im Moment scheint die Sonne, aber zwischendurch hat es halt schon wieder geregnet. Und ja, ich arbeite trotzdem, weil wir wollen ja was essen und Michiko wird kochen, und zwar Spinat. Und der muss dann jetzt erstmal aus dem Gewächshaus gepflückt werden. Und dabei könnt ihr mich jetzt hier beobachten. Spinat, sehr nice, sehr nice. Lecker, ich liebe Spinat. Und frisch aus dem Garten ist sowieso immer. Egal, was es ist, immer umso geiler, wenn man es einfach selber frisch aus dem Garten gepflückt hat. Und was ich hier so toll finde, ist, dass wir es halt auch wirklich so ernten, dass die Pflanze dabei nicht drauf geht und die dann einfach weiter, also weiter wächst und Blätter produziert, die man dann wieder pflücken und essen kann. Keine Ahnung, wie man das in der Landwirtschaft macht, aber da wird wahrscheinlich die ganze Pflanze drauf gehen. Ich habe so zwei oder drei in the progress mit Wurzeln rausgerissen. Das ist echt erstaunlich, was für winzige Würzelchen diese Pflanzen haben. Ja, und wenn er genau hinschaut, ganz unten am Rand sieht man eine kleine Porree-Pflanze rausschauen. Und ein bisschen weiter hinten in der Ecke, da sieht man ein paar Tomatenpflänzchen rausschauen. Ja, und die brauchen halt alle auch ein bisschen mehr Licht gerade, damit die auch gut wachsen können. Also werde ich da jetzt erstmal den ganzen Spinat wegzübbeln. Und während ich diese Aufnahme hier jetzt gerade mache, also die Sprachspur, ist die Michiko das halt auch oben schon am Kochen und am Weiterverarbeiten. Essen gibt es hier immer zusammen um zwei. Also es ist nicht immer punktgenau zwei, kann auch mal plus minus eine halbe Stunde sein oder so, aber um zwei ist Essen angesetzt. Das finde ich voll schön. Frühstücken tue ich morgens alleine, also machen die anderen auch. Frühstücken tut quasi jeder für sich, weil jeder zu seiner eigenen Zeit aufsteht. Frühstück besteht bei mir im Moment aus einer Schale Müsli, vorzugsweise mit frischem Obst und Hafermilch. Hier eine, die mir tatsächlich auch schmeckt, also zumindest im Müsli kann ich die statt Milch nehmen. Und das ist natürlich halt auch für mich jetzt super cool. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe ja irgendwie letztens vor ein paar Wochen, habe ich ja im Telegram von irgendwem die Inspiration bekommen, mal darüber nachzudenken, ob ich eventuell eine Laktoseunverträglichkeit habe. Also Laktoseintoleranz heißt das ja auf Neudeutsch. Und ja, das konnte ich natürlich erstmal so nicht verneinen, weil ich mich damit ja noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Aber im Prinzip habe ich ab dem Moment keine Laktose mehr zu mir genommen, also vor allen Dingen keine Laktose, also ich habe dann laktosefreie Milch gekauft, die ich in den Kaffee getan habe, den ich da noch getrunken habe. Wie gesagt, das ist bei mir jetzt auch fast 2 Wochen schon her, dass ich auch
gar keinen Kaffee mehr trinke und dadurch halt, weil ich meinen Kaffee immer sehr süß getrunken habe, mit 3 Löffel Zucker pro Tasse und dann davon umgerechnet so 3, 4 am Tag. Das waren dann ja, locker mal 90 bis 120 Gramm Zucker, die allein dadurch dann halt in meinen Körper gelangt sind. Und ansonsten hatte ich mal ab und an einen Grießbrei gemacht mit dann 2 Löffelchen Zucker drin. Also das war dann schon sehr viel weniger Zucker. Und ja, also scheint auch nicht zu schaden. Und ja, so habe ich aber jetzt auch keine laktosefreie Milch hier, sondern einfach mal mit dem Hafer. Drink ist ausprobiert, da mein Müsli mitzumachen. Im Müsli hatte ich halt eben vorher auch noch laktosefreie Milch. Ess halt einfach unheimlich gerne Müsli. Also das ist jetzt auch wirklich was, was ich mir tatsächlich wieder angewöhnt habe. Ich habe ja seit ich 2013 auf Mallorca angekommen bin, ist es irgendwie Usus und Standard geworden, war so mein Frühstück. Ein Kaffee und ein Tütchen, respektive halt, wenn ich kein Marihuana hatte, ne, dann habe ich halt eben einfach Tabak geraucht. Also war auch nicht wirklich cool. Und das ist ja jetzt quasi auch weg. Also musste ich mir eine andere Frühstücksroutine einfallen lassen, weil ich ja dann von Kaffee und Tütchen nicht mehr viel übrig hatte. Ja, und dann bin ich halt eben auf Müsli gekommen, weil Müsli ist halt schon eine coole Sache immer gewesen, habe ich immer schon gern gegessen. Ja, und dann gibt es dann halt eben zum Frühstück hier bei mir Müsli. Ich fange allerdings meinen Tag mittlerweile auch völlig anders an. Also ich habe vom Sensei Günther ein Mittelchen bekommen. Wie heißt das? Muss ich mal gerade gucken. Komm ich da dran hier mit dem Kabel von dem. Warte mal. Was steht da drauf? Ist CDL-Lösung. CDL-Lösung. 0,3%. Und davon tue ich mir 10 Tropfen in ein Glas mit Wasser. Und aus diesem Glas mit Wasser nehme ich mir dann mehrfach am Tag einen Schluck, den ich dann für 10 bis 30 Minuten im Mund so hin und her wälze und ja, so, ne, einfach damit durchflasche. Und er hat halt gesagt, dass er auch vor, weiß nicht, wann das war, hatte jedenfalls auch Probleme mit seinen Zähnen gehabt, auch Zahnfleischentzündung und sowas. Und sagte, er hat das 2 Wochen genommen und dann war es weg und ist nie wiedergekommen. Und dann bete ich natürlich auch dafür, dass das bei mir vielleicht auch so geht. Ich sehe gerade so ein bisschen hier im Ausschlag, dass der manchmal so ein kleines bisschen auf jeden Fall orange wird. Ah, jetzt ist sogar rot, ne? Entschuldigung, wenn das hier so ein bisschen übersteuert ist. Ich schaue gleich, ob ich das noch ein bisschen angepasst bekomme. Ja, das sind jetzt alles so Sachen, die ich ein kleines bisschen mit rumspielen und herausfinden muss, wie es geht. Alles ein bisschen neu jetzt auf die Weise. Also es ist nicht so, als hätte ich noch nie so Voice-Overs gemacht, aber ja, ist jetzt alles nochmal neu. Alles neu. Neues Leben irgendwie. Ja, und mittags essen wir dann halt um 2 zusammen. Finde ich auch voll schön. Und ja, abends, wie es sich so ergibt. Ja, das ist im Moment hier so mein Leben. Ja, und dazwischen halt eben so Sachen wie ja, Spinat pflücken oder kehren oder den Bambus pflegen. Das finde ich so geil. Ne? Ich finde das ja so hammergeil, dass hier haben. Also Bambus ist ja sowieso so ein Ding. Da habe ich ja immer schon drauf gestanden. Ne?
Bambus fand ich ja immer schon total geil, das komme ich hier hin. Und stehe voll in einem Bambusgarten, keine Ahnung, 15 verschiedene Sorten. Total. Wir haben grünen Bambus, wir haben weißen Bambus, wir haben schwarzen Bambus, wir haben Bambus mit Spinat, wir haben Bambus mit Risotto. Shrimps haben wir leider keine. Aber das ist auch ganz gut, so die würde ich eh nicht essen. Ja. Ja, so sieht's aus im Moment. Und, ja, ich wollte mich auf jeden Fall auch mal, fällt mir gerade noch ein, hatte ich eben schon angefangen zu erzählen, bedanken für die Reaktionen auf das gestrige Video. Ich finde das. Und da ist halt noch was, was ich eigentlich schon eine Weile im Kopf habe, mal einfach wirklich Danke an meine Community zu sagen. Weil mir ist nämlich auch was gesteckt worden, das ist mir selber gar nicht groß aufgefallen. Nämlich, dass ich mit im Schnitt grob 10% Likes auf meine Views. Also, ne, wenn ich 100 Views habe, wenn ich 100 Aufrufe auf dem Video habe, habe ich auch locker 10 Likes drunter. Und mir war gar nicht bewusst, dass das tatsächlich relativ hoch, also ziemlich hoch ist. Die meisten YouTuber haben irgendwie rein prozentual so 2 bis 5% Likes auf ihre Aufrufe. Und ja, keine Ahnung, das finde ich irgendwie voll cool, voll. Also das ist schon was, was mir dann auch, wo ich sage, danke, das finde ich, ist einfach ein tolles Zeichen, dass ich zwar kaum Aufrufe habe dafür, dass ich meinen Kanal schon jetzt 14 Jahre oder so betreibe und immer da ein paar hundert Euro, paar hundert Euro, paar hundert Aufrufe, paar hundert Aufrufe habe. Aber letztendlich dann halt 10% Likes von denen, die es gesehen haben. Und das finde ich toll. Das ist einfach eine schöne Bestätigung. Also das ist einfach. Ja, und ich habe mir das halt danach mal so angeguckt, so ja, alle möglichen an. Immer mal, wenn ich Videos geguckt habe, auch einfach mal geguckt habe. Wie sieht das dann da so aus? Wie hoch ist da? Und da sind wirklich, das ist zwischen 2 und 5%. Gibt ganz wenige, die dann auch mal 10 oder mehr als 10% haben. Finde ich cool. Ja. So, und dann hatte ich noch was, was ich mir eben einfach mal aufgemacht habe, weil ich mir gedacht habe, worüber redest du denn jetzt so, wenn du, ne? Aber es gab halt vor ein paar Tagen schon mal was, wo ich quasi drüber reden wollte und überlegt hatte, ob ich da halt eben nicht wieder einfach ein Video zu mache. So, und das ist jetzt quasi genau die Gelegenheit dazu. So, was kann ich jetzt hier wunderbar einbauen, während man mir beim Spinat Fluken zugucken kann. Und ich es nicht einfach so in die Kamera erzählen muss. Und zwar habe ich auf Instagram und Facebook ein Bild gepostet, was ich vorher gemalt hatte. Also, was heißt denn, es ist einfach so, steht halt ein Spruch drauf. Ja. Und darunter ergab sich mit dem Gerald ein sehr interessanter Dialog, der mir halt auch irgendwie zwischen. Also es gab noch andere Kommentare, aber gerade so der Dialog mit dem Gerald hier, der ist wirklich. Ja, den möchte ich euch einfach nicht vorenthalten, weil da einfach so ein paar Gedanken drin sind, die ich ziemlich bemerkenswert fand. Ich lese den einfach mal vor. Der Spruch auf dem Bild, den ich gepostet habe, war: Wenn ich nichts weiß, dann kann ich glauben, was ich will. Ich hatte als Begleittext darunter geschrieben: Das ist eine Form von Freiheit, die sich die meisten von uns nicht im Ansatz vorstellen können. Dabei wissen wir sowieso nicht wirklich viel, kennen das meiste nur, weil uns jemand davon erzählt hat und glauben von daher eh das, was wir wollen,
weil wir diejenigen sind, die entscheiden, wem wir unser vermeintliches Wissen abkaufen, in Anführungsstrichen. Doch genau da ist der Hund begraben. Lassen wir uns darin beeinflussen, wem wir unseren Glauben schenken und so dessen Glauben zu unserem Wissen machen, dann können wir eben nicht mehr frei entscheiden, was und woran wir just in diesem Moment, und das passiert in Echtzeit, jetzt in diesem Moment, glauben möchten. So kann man Ängste in uns schüren, Aggression und Verzweiflung, die allesamt keine besonders guten Lebensberater sind, sondern bestenfalls Überlebensberater, Überlebensberster, habe ich da geschrieben, auch interessant. Und so kann man uns, und genau so kann man uns dazu zwingen, zu bringen, nach bestem Wissen und Gewissen die überaus dümmsten Dinge zu tun, überzeugt im festen Glauben, was sei das Klügste, ja, bis hin zu Waffen irgendwo hin schicken. Ja, ich einfach mir dann immer, da kann ich mir nur mit der Hand vor die Stirn hauen und denken, wie kann man nur? Aber es ist halt ein Geschäft, ne? Das Wissen ist den meisten Leuten halt eben auch nicht bewusst. Und die Leute, die gerade für Waffen Importe, Exporte, Waffenlieferungen irgendwohin sind, die finden das halt offensichtlich. Also das ist halt unsere Legitimierung. Das sind nicht einfach nur die, die dann da halt eben Geschäfte mit Waffen und Krieg machen, sondern halt auch eben diese Befürworter, die das dann halt eben nach bestem Wissen und Gewissen, die sind voll integer. Die machen das auch nicht, weil sie was Böses wollen, sondern einfach nur, weil sie Glaubensmuster angenommen haben, die halt eben nicht die klügsten sind. Es steht da weiter, und genau so macht man uns gefügig, handlungsunfähig und zu tickenden Zeitbomben, die sich gegenseitig ins Gesicht explodieren. Aber wenn wir einfach einen Satz kultivieren, den auch jeder aus der Schule kennt, können wir all das ändern. Und das war, wer weiß es, wer weiß es? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Zitat Ende, Sokrates. Glaube ich, war Sokrates, ne? Ich meine, es wäre Sokrates. Ich hatte da schon das nicht darunter geschrieben, weil ich mir nicht sicher war. Aber ich meine, es wäre Sokrates gewesen, der gesagt hat, ich weiß das nicht. Da ich nichts weiß und euch Wissen brauche, ist das, wenn ihr es besser wisst, schreibt es gerne in die Kommentare, von wem der Spruch, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist oder sein soll, keine Ahnung. So, und ob man es nun glauben kann oder nicht, aber genau das hilft uns, unseren Glauben aus falschem Wissen zu befreien. Und wieder wirklich selbst zu entscheiden, was und woran wir glauben. Und da liegen die 95% geistigen Potenzials begraben, von denen auch jeder schon mal gehört hat. In Klammern, dass Einstein gesagt hat, wir würden sie nicht nutzen. Klammern zu. Außerdem ist das eine Form von Ungehorsam, so unerhört und von den Wissenschaffern gefürchtet, dass wir es wirklich mal ausprobieren sollten. Also, keine Ahnung, Mann. Ich weiß nur, dass ich nichts weiß. In Klammern sagte ab heute jeder, der was auf sich hält, egal zu welchem Thema. So, das war halt der Post. Und jetzt würde ich gerne den Dialog mit dem Gerald da noch zum Besten geben. Ne, wer mir es nicht gefällt, der kann ja einfach wegschalten, anderes Video gucken oder irgendwas anderes machen. Der Gerald schreibt nämlich als Kommentar darunter, Entschuldigung, ich muss ein kleines Bäuerchen machen. Mir ist in den letzten 2 Jahren einfach aufgefallen, dass man als kleiner Mann so gar nichts beeinflussen kann. Man ist den Obrigkeiten komplett ausgeliefert. Egal ob Corona, Affenpocken, keine Ahnung, Affenpocken oder Krieg. Egal, keine Ahnung, muss ich nicht verstehen. Und dann habe ich drunter geschrieben, Gerald ist
Das ist definitiv ein Mindset, das ich nicht teilen möchte. Also das, was er gerade geschrieben hat. Wenn ich sowas glaube, dann kann ich mir auch gleich die Kugel geben. Und dann habe ich noch drunter geschrieben, du kannst eben dich beeinflussen. Und wenn das für dich nichts ist, dann tut mir das sehr leid für dich. Dann hat der Gerald drunter geschrieben, mich selbst kann ich natürlich beeinflussen. Der Kommentar war auch globaler gedacht als ich. Sicherlich kann ich mein kleines Dasein irgendwie selbst gestalten und mich gewissen Zwängen entziehen. Trotzdem empfinde ich eine gewisse Hilflosigkeit, wenn einem die Regierenden unter zweifelhaften Begründungen 2 Jahresgagen ersatzlos streichen und diverse Freiheiten einfach so beschneiden. Sowas habe ich vor Corona in diesem Ausmaß nicht für möglich gehalten. So, ne, da ist jetzt nicht so, als wäre ich ja völlig kontra gegen, aber ich habe dann halt darunter geschrieben, und weiter, ohne das irgendwie böse zu meinen, könnte es sein, dass du glaubst, dass es irgendwie dein Job oder sowas sei, dich um mehr als dich selbst zu sorgen, weil man dir genau das eingepflanzt hat. Und zwar exakt damit du dich heute genau so fühlst. Hilflos, ausgebeutet, als Opfer irgendwelcher Regierenden. Das dazu, warum ich sage, das ist ein Mindset, was ich nicht haben will. Im Ernst, bevor mir das alles klar wurde, hätte ich das auch nicht für möglich gehalten. Aber schau dir mal an, was genau dasselbe bei anderen angerichtet hat, die heute plärrend wie Babys im Bundestag stehen und Reden halten dürfen, die wahrscheinlich selbst Hitler dazu bewogen hätten, ungläubig die Augenbrauen zu heben. Ich hoffe, ihr wisst, wovon ich rede, ansonsten ist auch nicht schlimm. Aber da ist diese komische Bratze, die, also keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, wie die heißt, das habe ich auch nur gedacht, so, was, das ist heute, das ist eure Regierung, habt ihr ja toll hinbekommen. Egal. Irgendwann, steht hier weiter, dachte ich mir, wenn alles nur Erdenkliche dafür getan wird, um uns von uns selbst abzulenken, könnte es dann sein, dass wir selbst sehr viel wichtiger sind, als man uns das bisher hat empfinden lassen. Dann schreibt Gerald drunter, eigentlich normal in einer Gesellschaft, dass man nicht nur an sich selbst denkt. Oh, rotes Tuch bei mir, aber komme ich gleich drauf. Ansonsten muss ja jeder für sich selbst entscheiden, wie wenig Losigkeit für ihn am besten ist. Losigkeit macht zwar unabhängiger, aber auch einsamer. Habe ich geschrieben, genau das ist der Trugschluss. Ich habe nicht gesagt, dass du nur an dich selbst denken sollst. Wie kommt das? Wieso wird das immer noch immer genau so interpretiert und mit dem, was ich gesagt habe, in einen Topf geschmissen? Das ist dieses Schwarz-Weiß-Denken, das uns echt nicht sehr dienlich ist. Es gibt einen Mittelweg zwischen Egoismus und Altruismus und den sieht kaum jemand. Ich erkläre das nochmal. Ich bin für die ganze Welt die größtmögliche Hilfe, in Klammern, die ich sein kann, wenn ich mich um mich und meine Belange selbst sorge. Um Hilfe bitte, wenn ich welche brauche und sie biete, wenn ich darum gebeten werde und das darüber hinaus auch kann. Aber ich dränge mich niemandem auf und genauso wenig erwarte ich irgendetwas von irgendwem. So, jetzt sag mir bitte, wer genau von denen, denen du helfen willst, in Klammern all den armen Ausgebeuteten, die du nicht mal persönlich kennst, dich explizit um deine Hilfe gebeten hat. Nochmal, niemand kann die Welt oder Menschheit retten und das ist auch niemandes Job. Es ist lediglich eine einhergehende Denkweise in einer Gesellschaft, in der Messianismus so groß geschrieben ist, weil sie sich so hat unterdrücken lassen und von der Hoffnung lebt, dass irgendwer kommt, der sie da rausholt. Dabei brauchen wir lediglich aufzuhören, gehorsam zu sein. Dann braucht uns kein Schwein vor irgendwas zu retten. Dann sind wir raus aus dem Gefängnis, das genau durch diesen Gehorsam von uns selbst um uns herum errichtet wurde. Ergibt es einen Sinn? Sonst frag bitte weiter, bis es das tut.
Und den Spleen mit dem angeblichen Zusammenhang zwischen unabhängig und Einsamkeit wollte mir letzte Woche schon mal jemand unterjubeln. 2 Tage drüber nachgedacht und dann geantwortet. Also ich habe mir wirklich Zeit genommen, das in mir wirken zu lassen und darüber nachzudenken. Aber nein, ich bin nicht einsam, weil ich abhängig sein will, sondern weil ich nichts mehr mit Energievampiren zu tun haben will und deswegen sehr, sehr menschenscheu geworden bin. Keine Ahnung, wer das geschrieben hat, aber die hat keine Ahnung. Also das ist mir geschickt worden, von wegen, wer unabhängig sein will, ist nicht unabhängig, sondern einsam. So, keine Ahnung, ist irgendwie ein Blödsinn. Klingt wieder nach wem, der es nicht geschafft hat, sich aus seinen Abhängigkeiten zu lösen und sich das schönreden will. Und nur fürs Protokoll. Hier, wo ich gerade so einsam bin, also da, wo ich vorher war, bin ich unerträglich abhängig und genau deswegen will und muss ich hier auch weg. Weil das nicht einsam macht, sondern mir das Gefühl nimmt, eigenständig zu sein. Gut, dass ich den Vergleich gut kenne, weil ich eben doch lang genug unabhängig gelebt habe, um den Unterschied sehen zu können. Trotzdem danke für den Denkanstoß. Ich differenziere nochmal. Es ist ein Unterschied, ab und an auf Hilfe angewiesen zu sein oder von jemandem persönlich abhängig zu sein. Jeder braucht mal Hilfe, das ist gar keine Frage. Aber doof ist dann, wenn man dabei auf jemand Bestimmtes angewiesen ist, der dann helfen muss, in Klammern und meist dann der Arsch ist, weil er das aus irgendwelchen Gründen nicht kann oder will. Aber das ist nicht nur doof, sondern regelrecht behindernd. Und zwar aus anderen Gründen, als die Abhängigkeit von einem Rollstuhl und einem Pfleger für jemanden ist. Nur um zu zeigen, dass für mich auch Behinderung nicht gleich Behinderung ist. Es gibt Behinderungen, die man aus dem Weg schaffen kann, meist durch Umdenken. Dann hat der Gerald wieder darunter geschrieben und jetzt wird's interessant. So langsam kommen wir, nee, Moment, nee, das kommt dann gleich noch. Aber es ist ja trotzdem interessant, für mich zumindest. Hoffe für dich auch noch, wenn du noch mithörst. Also er schreibt, danke für deine Antworten, hab sie wirklich aufmerksam gelesen. War die letzten 2,5 Jahre abhängig vom hart verdienten Geld meiner Frau. Das zehrt schon am Ego. In Klammern, also mir ging es zumindest so, nutzlos zu sein und vom Geld zu leben, das andere erwirtschaftet haben. Ja, das ist so. Also entweder ist man einfach ein totaler Schmarotzer und hat da kein Problem mit, aber wenn man kein absoluter Schmarotzer ist, dann fühlt man sich da sehr, sehr schnell sehr unwohl mit. Er schreibt, am Ende ist die massive globale Überbevölkerung des Pudels Kern. So, da bin ich jetzt auch, wir kommen langsam in die Richtung, wo ich... Das will zwar keiner hören, es ist aber so. Wo will man das Problem anpacken? Schwierig. Dann habe ich geschrieben, ja, schwierig, weil man es meist an der Stelle anpacken muss, an der man es nicht will. So entstehen die meisten Probleme. Wo wir wieder beim Thema unsichtbare Fesseln sind. Klingelt da was? Dann schreibt er, ja, da klingelt schon mein ganzes Leben lang was. Ganz so abgefahren wie deines war, meins wohl bisher nicht, aber... Schon außerhalb der üblichen Normen und ohne viele unsichtbare Fesseln, die meine normalen Mitmenschen schon massiv plagen. Da wäre ich übrigens äußerst gespannt, und jetzt wird's interessant, wo du das Thema globale, humane, heuschreckige Überbevölkerung sinnvoll und gescheit anpacken würdest. Dann habe ich geschrieben, das Thema stecke ich in die Schublade Hoax. Hoax, wie auch immer ihr es aussprecht, auch wieder sowas, was ich nicht kaufe. Fällt mir auch wirklich schwer daran zu glauben, wenn man bedenkt, das hat mir letztens mal jemand vorgerechnet und also ich bin nicht so gut in Mathe, aber der hat mir das ziemlich überzeugend, dass ich mich echt so, dass ich gedacht habe, what? Wenn man bedenkt, dass man die Bevölkerung dieser Erde immer noch auf Australien unterbringen könnte, also die derzeitige. Und zwar so, dass jeder Familie ein Hektar Land zur Verfügung stünde. Also rein rechnerisch. Ich würde das also gar nicht anpacken, weil es Zeitverschwendung wäre, das zu tun. Und das nicht nur, weil es wieder sehr erfolgreich von dir selbst ablenkt. Dann schreibt er, mal in Australien gewesen. Da bringst du nur rein rechnerisch mehr Leute als die, die da jetzt sind, unter. Das ist richtig.
Aber es geht ja darum, einfach zu zeigen, Australien ist halt nicht wirklich viel Platz, ne? Aber auf dem Rest bekommen wir definitiv sogar noch mehr unter, als wir hier gerade sind. Aber er schreibt dann, 10 Milliarden Menschen abfüttern und in Zaum halten. Viel Spaß. So, und das war für mich dann was, wo ich gesagt habe, wow. Und habe ihm geschrieben, Gerald, siehst du, was das für Auswirkungen hat, wenn man so denkt, wie du das tust? Du redest von der Menschheitsfamilie so, wie man gewohnt ist, von Vieh zu reden. Woher kommt die wirklich perverse Idee, dass es irgendwas ein Job wäre, uns alle zu füttern und im Zaum zu halten? Es hat nichts mit Freiheit oder Souveränität oder Eigenverantwortung zu tun. Ich bin mir sicher, dass selbst 20 Milliarden Menschen auf diesem Planeten in der Lage wären, sich selbst zu ernähren, so wie ihr da gerade gucken könnt, wenn sie das denn einfach das Notwendige dazu hätten, statt zu gehorchen und sich gegeneinander aufhetzen zu lassen, um Mängel zu stillen, die sie ohne überhaupt nicht hätten. Siehst du den signifikanten Unterschied in den beiden von uns hier vorgestellten Sichtweisen? Und ja, ich glaube, die Menschen hätten tatsächlich viel Spaß, wenn sie sich um sich selbst kümmern dürften. Und das ist nochmal, das heißt nicht, jeder denkt nur an sich selbst. Nur, dass ich es nochmal sage. Wenn die abstruse Idee, irgendwer müsse sich um jemand anderen kümmern, weil er sonst zu kümmern, weil der sonst zu doof oder so zum Leben ist, sich mal als den Unfug herausstellt, der sie ist, dann könnte es auch recht schnell mal dazu kommen. Diese Denke entstammt übrigens sehr elitär denkenden Köpfen. Offensichtlich. Leute, die meinen, sie seien was Besseres als andere und die anderen ohne ihre Hilfe nicht lebensfähig. Das können die tatsächlich sogar wirklich ernst und sehr liebevoll meinen, ist aber dennoch faschistoider Bullshit. Schlimm, dass leider nicht nur diese Eliteköppe so denken, sondern sich das dumme Volk inzwischen auch so äußert. Nicht gut. Für niemanden. Und schreibt er, sorry, das ist alles ziemlich weltfremd gedacht. 10 oder 20 Milliarden sind eher schwer zu ernähren. Unmöglich. Aber es muss ja weitergehen. Naja, wenn ich mir überlege, wie viel Nahrung die eigentlich Menschen ernähren könnte, in Tiere investiert werden, damit man da, ich keine Ahnung, wie viel Kilo Getreide und Futter ein Kilo Fleisch kostet. Ich glaube, 13.000 Liter Wasser noch dazu. Ein Kilo Fleisch. Und dann schreibe ich darunter, weißt du, Selbstversorgung wird nicht so ganz grundlos seit geraumer Zeit als Alternative angeboten. Hinter dem Wort steckt weit mehr als eine abstruse Hippie-Ideologie. Was genau ist weltfremd gedacht? Und wieso argumentierst du schon wieder damit, dass Menschen ernährt werden müssen, wenn ich das doch gerade ziemlich deutlich gemacht habe, dass das ein Blödsinn ist? Weltfremd finde ich die Idee, die Verantwortung irgendwelchen Regierungen zu überlassen und dann davon ausgegeben, dass sie das auch hinbekommen. Die können dann nämlich gar nicht anders denken als du gerade und müssen das sogar, weil es dann deren Job ist. Aber immer noch nicht deiner. Der Fehler im Bild liegt eben wieder im abgekauften Glauben, dass sowas eine gute Idee sei. So, und um das abzuschließen, da sind noch ein paar andere Sachen drin, die er dann, die eigentlich damit zu tun hat, dass hier ein paar seiner Kommentare für mich dann nicht mehr möglich sind. Ich habe dann noch zum Abschluss drunter geschrieben, kein Stück bekommen irgendwelche Regierungen, Entschuldigung, er hat das geschrieben, steht dann mein Name drunter, kein Stück bekommen irgendwelche Regierungen irgendwas hin. Somit ist ein gewisser Grad an Egoismus durchaus sinnvoll. Und jetzt treffen wir uns in dem Moment genau in der Mitte. Das ist der Mittelweg, von dem ich gesprochen habe.
ein gewisser Grad an Egoismus, der einem gewissen Grad an Altruismus gegenübersteht. Und zusammen ist das ein Yin-Yang und das ist für mich, das beinhaltet eine Lösung. Wenn sich jeder um sich selbst sorgt, dann ist für alle gesorgt. Das muss man einfach mal machen. Dann ist für alle gesorgt. Und wenn wir uns dabei gegenseitig helfen, das zu tun, ist das easy peasy. So, und den Rest ist jetzt halt auch wirklich so, da waren zwischendurch, da ging es nur darum, in den Folgekommentaren, dass ich gewisse Kommentare von ihm dann nicht mehr sehen konnte. Und inzwischen dann wohl wieder und hatte ihn gefragt, ob er gelöscht hat oder nicht. Ja, ne? Was soll man dazu sagen? Es ist halt eben, ist schon schwierig alles, aber es bleibt dabei, dass es hier auf jeden Fall um Glaubensmuster geht und wir sehr, 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 sehr gut überlegen sollten, was wir glauben. Und erst recht zu wissen glauben. Ne, Wissen ist die stärkste Form von Glauben, von Überzeugung. Und ich weise nochmal darauf hin, wenn ich von Glauben rede, dann rede ich halt eben von dem Glauben, wo auch Jesus, zumindest der Überlieferung nach, von gesprochen hat. Er sagt, dein Glaube hat dich geheilt, deine Überzeugungskraft, deine Glaubenssetup, deine Glaubenskraft. Dieselbe, die dich krank gemacht hat. Durch irgendwelche Sachen, von denen du überzeugt warst, dass sie dich krank machen. Und dann bist du krank geworden. Und dann bist du zu mir gekommen, weil du davon überzeugt bist, dass wenn ich meine Hand auf deine Stirn lege und dir sage, alles ist gut, dass dann für dich alles wieder gut ist. Das hat dich gesund gemacht. Das hat dich geheilt. Nicht, dass ich meine Hand auf deine Stirn gelegt hätte, sondern dass du davon überzeugt warst. Und da sind wir wieder beim großen Thema Placebo und Nocebo. Ne? Wo der eine dich heilen kann, kann der andere dich töten. Und alles, alles, alles um uns herum haben wir mit einem Placebo oder einem Nocebo belegt. Entweder oder neutral. Wenn wir jetzt irgendwas haben, was für uns, wo wir keine Ahnung haben, was das überhaupt ist, und dann nicht wissen, ob es jetzt was nützlich oder schädlich ist, dann ist es natürlich, dann ist es neutral. Aber aus der Neutralität heraus geht es im Prinzip nur in diese zwei Dinge. Entweder wird etwas schädlich für mich oder es wird nützlich für mich. Und wenn es nützlich für mich ist, dann ausschließlich, weil ich es mit einem Placebo belegt habe. Und wenn es schädlich für mich wird, dann, weil ich es mit einem Nocebo belegt habe. Ne, und nochmal, wo das eine mich heilen kann, kann das andere mich töten. De facto kann mich nichts töten, von dem ich nicht überzeugt bin, dass es mich töten kann. Ich weiß, es ist echt schräg, aber es ist so. Denkt drüber nach. Überlegt euch mal, ob euch irgendetwas töten kann, von dem ihr überzeugt seid, dass es euch nicht töten kann. Wenn ihr davon überzeugt seid, dann ist, dass es gesund für euch ist, dann kann es euch nicht töten. Jetzt wird jemand sagen, ja, aber wenn du rauchst und ich sage, Moment, ja, dann ist das aber trotzdem so, dass wenn ich davon überzeugt bin, dass das Medizin ist, dann tötet mich das nicht. Ich habe keine Lungenentzündung bekommen durchs Rauchen. Ich habe nicht aufgehört aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe aufgehört zu rauchen, weil mich das geärgert hat, dass ich so mit so viel wertvollem Geld die Tabakindustrie und das sind auch Drecksäcke hier. Da ist, seht ihr gerade, ist Schmutz auf dem Blatt. Das wollen wir nicht haben. Also Staub, Sand, Arena, ja, Sand, weil das ist dann, selbst wenn man es wäscht, geht es nicht so gut runter und dann hast es dann knirschend im Mund. Das willst du auch nicht haben beim Spinatgenuss. Ne? Ja. Wie ich mir da zugucke, wie ich mir fasziniert beim Spinatpflücken zugucke. Und hier sehe ich auch gerade wieder, dass das für mich überhaupt völlig irrelevant ist, ob ich mir selber dabei zugucke oder irgendjemandem anderen. Aber es ist so, dieses, da ist was, da passiert was, da
Und wenn das irgendwie verändert, dass das Bild der Welt wieder mit jedem Handschlag, den du da tust, ändert sich irgendwas. Und wenn man eine Weile gewisse Handschläge tut, ne, das war dann auch eben so, irgendwann war da nichts mehr da. Ich hatte Michiko zwei Beutel gebracht und dann meinte sie, ist ein bisschen wenig. Wenn ich das koche, dann ist das nur noch so viel. Und dann habe ich gesagt, ich gehe noch mehr holen, kein Problem. Das habe ich dann nicht mehr gefilmt. Aber den dritten Beutel habe ich dann am Ende gar nicht mehr wirklich voll bekommen, weil die Blätter immer kleiner wurden und man auch, um ein bisschen von dem Beutel zu füllen, ziemlich häufig dann auch da drauf, also klicken, ich weiß nicht, drauf klicken muss damit, also die Handbewegung machen muss. Ich musste den Button entsprechend oft drücken, weil die Blätter immer kleiner wurden, folglich die Masse dann halt auch weniger und hat dann nicht so viel vom Beutel gefüllt, so, ne? Aber es war dann am Ende genug. Aber es war dann auch am Ende nicht mehr wirklich viel da. Als ich den dritten Beutel der Michiko gebracht habe, habe ich dann halt, sagte sie, das reicht jetzt, kein Problem. Ich sage, ja, ich sag, viel mehr wäre jetzt auch nicht da gewesen. So, ne, wir wollen ja halt auch noch, ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange das dauert, bis der nächste Spinat quasi wieder grabbelbar ist, so, ne, aber wird nicht allzu lange dauern und dann kann wieder Spinat auf den Tisch. Ja, es ist einfach wunderschön. Ich liebe das einfach. Es ist einfach total toll, Sachen aus dem Garten selber pflücken zu können. Das ist schon unheimlich viel wert. Das macht einfach Spaß und es schmeckt auch einfach immer anders, als wenn man das irgendwie im Laden gekauft hat. Ja, dann kommen wir hier langsam zum Ende dieser Bauchi auf Sendung. Ich freue mich über eure Gefallensbekundungen. Lasst ein Like da, wenn ihr wollt. Ja, das ist gut, Masse, ne? Ich habe keine Ahnung, aber das eine würde ich sagen, da war bestimmt ein Kilo Spinat drin in dem Gelben. Ja, ich wünsche euch den Frieden und ein schönes Wochenende. Mal schauen, wann demnächst wieder ein Video kommt. Das wird jetzt definitiv nicht jeden Tag passieren, auch wenn ich jetzt zweimal hintereinander. Aber lasst mich gerne wissen, ob ihr mehr davon wollt und in der Richtung. Und muss ja jetzt auch nicht immer so lang sein, aber das hat sich jetzt einfach ergeben. Manche sind dann vielleicht kürzer. Aber wenn euch das gefällt, dann lasst es mich gerne wissen. Dann mache ich gerne weiter in der Richtung. Und lasst euch an meinen Gedanken teilhaben. Cool, hat mal wieder cool hingehauen. Schön von der Zeit. Ich lasse jetzt den Rest noch einfach ein bisschen auslaufen. Ich zeige euch hier noch den Garten. Wo einiges drin ist, auch zum Essen. Da hinten die Hecke, ne? Die darf ich demnächst schneiden. Freue ich mich voll drauf. Habe ich voll Bock drauf. Habe ich dem Lawn Care Juggernaut dabei zugeguckt. Hier ist die große für mit der Kommunikation mit den Aliens und so, ne? Ja. Fahren. Ich liebe Fahren. Und der Grützeteich. Gucken wir also, ob wir da vielleicht auch die Entengrütze nochmal wieder rausbekommen. Juti, bis dann. Sehen uns, hören uns, was auch immer. Ciao.